Hallo und herzlich willkommen, heute mit einem neuen Toy Review, diesmal mit der Transformers Armada Line, hier diesmal mit Skywarp. Skywarp ist ein Remold und Repaint der Starscream-Figur, diesmal hier in einem grau-lila-schwarz gehalten mit gold- und gelben Akzenten. Und anstatt einem Formel-1-Wagen als Minicon, diesmal mit einer etwas anderen Figur, mit einem kleinen Raumschiff. Finde ich ziemlich cool. Diesmal mit einer komplett anderen Version, nicht wie gesagt mit diesen ganzen Repaint-Mist und alles gleich. Und nein, komplett neuer Design, ein komplett neuer Minicon, finde ich sehr cool. Und auch der Kopf ist komplett abgeändert, finde ich auch ziemlich geil. Und was noch abgeändert wurde, im Gegensatz zu den Starscream-Figuren, einmal hier hinten diese Rückflügel hier hinten mit kleinen vertikalen Schubdüsen. Finde ich ziemlich cool. Ja, kommen wir aber heute als erstes mal zu der Verpackung. Auf der Verpackung sehen wir natürlich klassisch Skywarp in seinem Flugzeugmodus. Daneben Thunderclash, der kleine Minicorn. Und hier natürlich Skywarp in seinem Robotermodus. Man sieht hier, der Kopf ist ein komplett neuer Repaint und auch komplett neu modelliert. Der alte hatte hier oben keine Finne oben drauf, das ist jetzt neu. Und diese Figur besitzt auch keinen Mund, sondern ein komplettes Visier, wie man es quasi von Optimus Prime kennt. Finde ich ziemlich cool. Ja, und ansonsten sieht man auch hier, der Minicon lässt sich wie bei Starscream hinten einmal drauf platzieren und wenn man das tut, dann dreht die Figur einmal komplett ihre Waffen nach vorne und die Waffen können abgefeuert werden. Ebenso natürlich im Robotermodus möglich. Auch hier lässt sich einmal der Flügel zu einem Säbel transformieren. Genauso wie bei Starscream. Finde ich ziemlich cool. Und auch diese Figuren hat die gleichen Sounds wie natürlich Starscream in seinen ganzen Repaints. Finde ich auch ziemlich cool. Und natürlich durch die Minicon lassen sich andere Sounds eben darstellen. Dazu komme ich aber jetzt gleich. Ich möchte euch vorher erstmal die Details der Figuren ein wenig näher bringen. Die Figur wird hier natürlich mit vorderen Kanonen gebracht. Starscream hat hier kleine Flügelchen. Finde ich trotzdem so besser. Dann die Flügel und auch hier vorne die Arme oder auch Kufen im Flugzeugmodus sind gleich geblieben. Wie ich schon vorhin gesagt hatte, der Rückflügel ist komplett neu modelliert. Und hier hat man einmal die Raketen dran. Man kann sie natürlich im Fahrzeugmodus auch abnehmen. Hier einmal der Minicon-Port, mit dem man quasi die Sounds auslösen kann und die Waffen einmal nach... Ihr hört es schon, wenn ihr es nach hinten drückt. Und nein, dazu braucht ihr keinen Minicon, das könnt ihr auch so einfach nach hinten drücken und schon hört ihr den Flugzeugsound. Einzige Nervige ist, wenn ihr es länger gedrückt haltet, ist dieser Sound natürlich auch länger aktiv. Circa 10 Sekunden bleibt er aktiv und dann hört er auf. So, ansonsten auch von natürlich die Einschubdüsen sind in einem Gold gehalten. Hier oben sehen wir die Finne des Kopfs. Ansonsten auch von Details her genauso wie Starscream. Finde ich allerdings ziemlich cool gemacht. Unten sehen wir hier rote Details überall. Und hier unten sieht man jetzt nicht groß, dass er sich in einen Roboter verwandelt, bis auf hier die Hände. Aber ziemlich cool gemacht. Ja, in der deutschen Version ist natürlich ein CE-Symbol drauf. Muss natürlich sein wegen der Technik, damit CE unterstützt wird. Das heißt also, das CE-Siegel für die Sicherheit etc. Ja, ansonsten ist hier unten der kleine Knopf, mit dem ihr quasi bei der Transformation einmal den Kopf nach oben drückt. Die Finne selbst ist in einem Gummi gehalten, wie es natürlich mittlerweile bei Hasbro der Fall ist. Den Minicon selbst könnt ihr genauso wie bei Starscream die Formel 1 Wagen hier unten einmal befestigen. Hier sind zwei kleine Packs. Hier ist eine kleine Öffnung und die drücken wir einfach mal so hier hinein. Schon ist er fest und die Flügel von Starscream werden quasi hier angedeutet. Ihr könnt natürlich auch hier einmal den Minicon nach oben klappen und hier die kleinen Flügel dann nach
außen drehen. Und so ist er quasi wie Starscream gehalten. Dann noch die Waffen könnt ihr natürlich hier noch richtig drehen. Quasi hier kleine Raketen, die dann quasi dadurch angezeigt werden. Hier kleine Maschinengewehre. Finde ich ziemlich cool. Ihr habt den Standard-Sound. Wenn ihr den Minicon richtig unten drunter drückt, ist es leider eine kleine Fehlproduktion, habt ihr noch Raketensound. So, das hat damit zu tun, dass der Minicon hier oben mit dem Dach quasi eigentlich hier drunter drücken soll und hier einen kleinen Knopf betätigen soll. Dieser kleine Knopf lässt sich allerdings, ihr seht selbst, er kommt nach vorne, nicht richtig quasi betätigen. Hier wird das eingedrückt quasi. Dann sind es andere Töne. Lass ich los. Sind nur Lasersounds da. So, die Figur an sich, wie gesagt, hat auch die Möglichkeit, wenn ihr diesen Minicon hinten die Flügel nach oben klappt, so, könnt ihr ihn auch hier oben befestigen. Hat die Möglichkeit dann, hier unten habt ihr diesen kleinen Minicom-Port, wenn ihr ihn hier drauf drückt. Das ist eins der nervige, ich muss euch gleich vorwarnen, dieser Sound, solange ihr diesen Minicon draufgesteckt lasst, hört nicht mehr auf. So. Er macht diesen Sound jetzt die ganze Zeit. Ihr müsst diesen Minicon abnehmen und dann hört er erst wieder auf. So, aber auch hier seht ihr jetzt, die Waffen sind nach vorne geklappt. Und ihr habt hier noch die Möglichkeit natürlich, durch diese kleinen Packs natürlich, die Raketen abzuschießen. Fliegen ziemlich weit, um die 5 Meter bei mir. Ja, also deswegen aufpassen, nicht in die Augen zielen. So, die Verwandlung ist ziemlich simpel. Fangen wir damit mal gleich an. Einmal hier hinten die Füße nach außen drehen. So, dann einmal hier unten diese komplette Hüfte einmal hier rumdrehen. Dann einmal die Beine nach hinten drehen. Nach unten. So. Dann einmal die Arme hier oben herausziehen, die Fäuste einmal herausdrehen, dann die Arme komplett nach unten, das gleiche hier, einmal die Fäuste rausdrehen, nach außen ziehen und runterdrehen. So, anschließend hier unten ist ein kleiner Pack, den mit der Hüfte verbinden, einrasten lassen. Sobald ihr es einrastet, kommt hier oben der Kopf hinausgeschossen. Dann einmal das Frontteil herunterklappen und einmal die Flügel anwinkeln. Hier ebenso. Und schon ist die Figur Skywarp fertig verwandelt. Allerdings habe ich ganz vergessen, hier unten könnt ihr natürlich noch die, oder müsstet ihr eigentlich die Rückfüße quasi einmal hinstellen, damit er quasi wegen dieser riesen Kanone, die er hinten drauf hat, nicht umkippt. So, und schon steht er. Ziemlich coole Figur, finde ich. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit hier, wie gesagt, den Flügel abzunehmen und zu einem Schwert umzuwandeln. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Figur an sich. Die Figur an sich hat ja schön modellierte Beine mit ziemlich vielen Details. Ihr seht selbst. Roten Details an der Seite. Natürlich die Knie hier, die Flügel. Die Oberschenkel sind, finde ich, auch ziemlich cool detailliert mit vielen Details. Beide jeweils unterschiedlich, was ich auch nochmal sehr gut finde. Vorne hier diese angedeuteten Raketen oder Lichter, ich weiß es nicht genau. Das ist ein kleiner Nachteil. Der Flügel fällt ab und zu ab bei mir. So, ihr seht es auch selbst, die Arme haben auch hier sehr viele Details an der Seite. Die Ellenbogen sind sehr schön ausgearbeitet. Und auch hier am Arm, ihr seht hier das Decepticon-Symbol, ziemlich cool gemacht. Und auch an der Rückseite ist natürlich die Figur sehr schön detailliert. Die Beine sind leider hohl, was ich ein bisschen schade finde. Und ansonsten, die Rückwaffen sind auch ziemlich cool gestaltet. Die Flügel, wie gesagt, sind leider auch hohl auf beiden Seiten. Allerdings könnt ihr hier, seht ihr selbst, einmal den Säbel aufklappen. Das würde quasi so geschehen. Und so habt ihr dann den Säbel. Den könnt ihr auch gleich mal abnehmen.
So. Der wird quasi hier mit diesem kleinen Stift hier dran befestigt. Und schon sind wir auch gleich mal beim Kopf. Der Kopf, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist komplett neu modelliert worden. Für meine Verhältnisse finde ich ein richtig geiler Mold des Kopfes. Gefällt mir sehr. Sieht sehr böse aus, vor allem mit seinen roten Augen. Ja, kommen wir da noch näher ran. So. Wie gesagt, ziemlich cool gemacht. Vorne das lilane Symbol drauf. Was ich sehr schade finde, ist, theoretisch ist hier die Kontur schon gegeben. Da hätte das Decepticons-Logo so mal richtig cool reinpassen können. Ist leider nicht mit aufgetragen, ansonsten trotzdem sehr geil gemacht. Und natürlich oben die Finne, die er natürlich auf dem Kopf einmal besetzt. Ja. Und die Waffe natürlich noch einmal schön in Nahaufnahme. Ja, und diese Figur, wie gesagt, hat halt die Möglichkeit, das Schwert, was ich sehr schade finde, ist zwar das Decepticon-Logo hier drauf, aber das geteilt wird, aber egal, dass ihr das quasi ihm hier nochmal in die Hand gibt. Und dann hat er quasi hier auch richtig schön groß das Schwert. Ja, ihr seht selbst, überdimensional groß, fast so groß wie die ganze Figur. Finde ich ziemlich geil gemacht, wie ein großer Zweihänder. Und ja, dann könnt ihr natürlich hier diesen Minicon, wie gesagt, hier hinten drauf platzieren, dass dann die Waffen nach vorne schnellen. Hier einmal im Robotermodus, dass ihr es seht. So, hier hat er quasi einmal die großen Waffen direkt an der Schulter oben abgebildet. So, ziemlich cool eigentlich. Wenn ihr die Waffen hier, die Raketen vorne rausnimmt, seht ihr, wie sie in echt aussehen sollten. Diese Blaster halt, ohne dass sie abgefeuert sind. Finde ich auch ziemlich cool gemacht. Sehr bullig, sehr groß. Ja, ihr bekommt schon mit, bullig ist mein Lieblingswort. So, biegen wir die mal wieder nach hinten. So, und dann kommen wir jetzt einfach mal zu dem Minicon. Einfach mal in die ursprüngliche Position bringen. Der Minicon an sich hat auch sehr viele schöne Details. Mal im Hintergrund wegmachen, dass wir mal den Fokus auch richtig haben. So, ihr seht selbst, sehr schön gestaltet. Was ich sehr schade finde, ist, dass das Cockpit im Grau gehalten wurde und nicht vielleicht in einem Orange. Das sähe viel, viel besser aus. Oder, weiß nicht, vielleicht auch in Lila oder in Silber. Es hätte vielleicht, wie gesagt, angepasst werden können. Sehr schade, allerdings trotzdem eine ziemlich eine geile Figur. Ihr seht hier einmal auf dem Flügel das Minicon-Symbol. So rum ist richtig. M für Minicon. Ja, und an der Seite halt auch nochmal, hier seht ihr die Packs, die quasi im Fahrzeugmodus hinten angebracht sind. Hier hinten schön die, die Triebwerke. Die Maschinengewehre und auch die Raketen, die dann quasi zu den Armen werden im Robotermodus. Hier unten seht ihr den Connector und hier unten nochmal einige Details. Ziemlich cool gemacht, die Figur. An sich könnt ihr hier dann noch den ziemlich leicht verwandeln. Einmal dazu das Bein herunterklappen, das Bein auch herunterklappen, so umdrehen. Dann einmal hier die Vorderseite nach unten klappen und schon kommt der Kopf zutage. Dann einmal hier die Raketen nach unten drehen, das sind die Arme. Und hier einmal die Flügel nach oben klappen. Und schon ist quasi Thunder Clash fertig transformiert. Ihr seht einmal, die Figur ist sehr schön von den Details her gehalten. Silbernes Gesicht, auch mit wie eine Art orangenem Visor. Sehr liebevoll immer gestaltet, diese Minicons. Und ja, die Hände sind, wie gesagt, einfache Raketen im Lila gehalten. Ich denke einmal, hier vorne diese Öffnungen sind wahrscheinlich gegenüber der Serie wahrscheinlich so gedacht, dass hier die Finger rauskommen. Ich bin mir nicht sicher. Und auch die Beine, wie gesagt, sehr schön gemacht. Hier vorne mit den Decoy-Launchern oder Raketenwerfern, wie auch immer. Sehr cool, die Figur. Ja, und an sich könnt ihr natürlich die beiden
nebeneinander aufstellen. So habe ich sie auch in der Vitrine stehen. Ja, eine sehr schöne Figur. Die Figur an sich wird natürlich geliefert im Fahrzeugmodus und wird hier natürlich vorne quasi komplett in der Verpackung gehalten. Ihr seht hier einmal unten den Hinweis für das Minicon Comic, was da natürlich noch mit dabei ist. Unten seht ihr richtig schön das Boxart von ihm. Auch sehr schön gestaltet. Ihr seht hier auch nochmal sein Gesicht. Einfach nur geil, gefällt mir. Man sieht hier an der Seite auch nochmal das komplette Boxart von ihm. Und ja, an der Seite steht nochmal ein bisschen Text. Bla bla bla. Die Roboter der Autobots und Decepticons kämpfen um die Herrschaft im Heimatplaneten Cybertron. Eines Tages entdecken sie durch ein Signal aus einer anderen Welt die Existenz der Minicons, ein Roboterstamm mit mächtigen Fähigkeiten. Nun hängt das Schicksal der Erde und des gesamten Universums davon ab, welche Roboter sich mit diesen kleinen Maschinen verbünden werden. Die heldenhaften Autobots oder die gefährlichen Decepticons. Ja, natürlich, hier steht nochmal Collectible Sticker Include. Das ist ein Sticker, der quasi einmal hier hinten angebracht war, hier oben. Quasi der einmal nochmal dieses ganze Artwork dann nochmal als Sticker bildet. Eine sehr schöne Figur, wie ich finde. Natürlich nur ein Repaint, allerdings mit einigen Remolds wie dem Kopf und auch den Flügeln hier unten. Der Minicon ist komplett neu modelliert, gefällt mir sehr. Ich würde der Figur, weil ich sowieso ein Fan der Starscream-Figur bin, volle 10 von 10 Punkten im Fahrzeugmodus geben, weil es einfach ein ziemlich geiler, aggressiver Jet ist. Und im Robotermodus würde ich sagen, wegen der Beweglichkeit 7 von 10 Punkten. Die Beweglichkeit der Figur ist ziemlich eingeschränkt, genauso wie bei Starscream natürlich. Das Bein lässt sich nicht vollkommen nach oben winkeln, wegen der Kanone. Ihr seht es hier selbst, die Kanone blockiert hier komplett, was ich sehr schade finde. Allerdings, ja, und wenn ihr natürlich darauf drückt, dann und der Sound. Das Knie lässt sich anwinkeln. Ansonsten nur nach hinten bewegen das Bein. Ellenbogengelenk, natürlich ein doppeltes Ellenbogengelenk. Trotzdem ein bisschen eingeschränkt, weil ihr es halt nicht ganz nach hinten drehen könnt, weil es halt nur im 45-Grad-Winkel hinten drin ist. Die Hand könnt ihr nach oben, nach unten klappen, nicht drehen. Und der Kopf ist auch starr, den kann man auch nicht bewegen. Nur ein bisschen hin und her schwanken. Ja, ihr könnt die Schulter noch nach außen drehen. Das ist auch möglich, um ein bisschen mehr Beweglichkeit zu bringen. Aber was kennen wir nicht anders von der Armada Line? Die Figuren waren an sich sehr eingeschränkt von ihrer Bewegung. Aber sie waren cool. So viel dazu. Wie immer, Fragen, Kritiken bitte einmal unten in das Kommentarfeld. Und ich wünsche euch was. Wir sehen uns auf jeden Fall bei unserem nächsten Toy Review. Und ich sag mal bis dahin. Ciao, ciao, euer Rexfor.